Hallo, hier ist Alexander von DeFi.jetzt. Wir sind heute bei Blockchain Espresso-Ausgabe Nummer 29. Ich habe wieder den Johannes zu Gast und wir reden heute über, ich muss es ablesen, über Merge, Search, Scorch, Verge, Purge and Splurge bei Ethereum. Wenn dir das nichts sagt, bleib dran. Wenn es dich interessiert, bleibst auch dran. Bis gleich. So, hallo zurück. Hallo Johannes. Hallo Thor, schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Ja, gerne. Wir kennen uns ja schon, na, wir kennen uns schon länger, aber die Hörer oder Zuschauer kennen dich schon aus diversen früheren DeFi-Gesprächen. Heute wollen wir es nicht so lang machen und über die Roadmap von Ethereum reden. Ich werde die auch nochmal einblenden. Fangen wir vielleicht gleich vorne an mit dem Merge. Was gibt es dazu zu sagen? Was war die Aufgabe und wie ist der Umsetzungsgrad? Ja, also ich glaube, erstmal muss ich kurz nochmal erklären, was es mit der Roadmap von Ethereum überhaupt so auf sich hat, ja, und warum diese komischen Begriffe da überhaupt vorkommen. Also die Roadmap von Ethereum, das ist im Prinzip etwas, was ja, natürlich zwischen allen Beteiligten bei Ethereum entsteht, aber die wichtigsten Orte, wo diskutiert wird, ist einmal ein Forum, das heißt ETH Research, und ein anderes Forum, das heißt Ethereum Magicians. Und dann gibt es noch den Ethereum-Entwickler-Discord. Also wenn man so ein bisschen reinhören will, schauen will, wo entstehen eigentlich diese ganzen Diskussionen, wo wird die Entwicklung ja, vorangetrieben, dann sollte man sich auf diesen drei Foren ein bisschen umsehen. Ne? Da finden die wirklichen Fachgespräche statt. Irgendwann hat sich dann Vitalik Buterin mal hingesetzt und hat das Ganze in die Form einer Roadmap gebracht. Und seitdem berichtet er in unregelmäßigen Abständen den Fortschritt. Ja. Also diese Roadmap fasst einfach den Inhalt dieser Foren und die verschiedenen Entwicklungsstränge zusammen und besteht eben aus diesen sechs Swimlines, wie sagt man das auf Deutsch? Naja, Bahnen. Ne? Bahnen ist das richtige Wort, genau. Und diese sechs Bahnen, die passieren alle in parallel. Also an allen wird gleichzeitig gearbeitet und die fassen bestimmte Themenbereiche zusammen. Ja. Die, ja, also die, ne, es ist oft so, dass die Ethereum-Leute Wortspiele mögen und ja, das reimt sich halt alles ein bisschen. Und wenn man dann genauer hinhört, dann versteht man auch, dass die Worte eigentlich ganz gut die verschiedenen Bahnen beschreiben. Ja, also wir fangen an mit The Merge. The Merge. Lass mich da nochmal kurz unterbrechen. Die Schwimmbahnen sind aber unterschiedlich lang, richtig? Die enthalten, ja genau, die enthalten ganz unterschiedlich lang andauernde Aufgaben. Also ja, es kann sein, dass irgendwann mal eine von den Schwimmbahnen abgeschlossen ist, zum Beispiel gerade The Merge. Ja. Aber die meisten werden in die absehbare Zukunft immer weitergehen, aber immer langsamer werden. Ja. Wie das so bei Blockchains ist, das hat man ja auch bei Bitcoin gesehen und Ethereum durchläuft da eine ähnliche Entwicklung, werden die Aktualisierungsabstände, wenn also Dinge verändert werden im Protokoll, immer größer. Und das ist bei Ethereum auch so. Also kann man im Prinzip sagen, Aufgabenbereiche, wie wenn ich jetzt ein Haus habe, dann habe ich den Hausbau, also außen, Fassade, Dach, bla bla bla. Ich habe die Inneneinrichtung und dann habe ich noch Garten und dann von mir aus vielleicht noch Grundstückssicherung und den ganzen Kram drumherum Ja, und oder so noch weiter. ganz Ne? andere Dinge wie Versicherung, ne, des Hauses. Oder Vermietung. Also lauter Dinge, die gar nichts wirklich mit dem Bauvorhaben zu tun haben, aber andere wichtige Dinge betreffen, die man auch im Auge behalten muss, wenn man ein Haus hat. Okay, fangen wir mit dem Merge an. Das war ja die Ja. erste Schwimmbahn, der erste Aufgabenbereich. Also das Ziel von der Swimlane The Merge ist der Wechsel von Proof of Stake auf ein funktionierendes, sicheres und dezentrales Proof-of-Stake-Konsensus-System bei Ethereum. Und die wichtigsten Schritte davon sind ja auch schon vollzogen. Also auf dieser Grafik, die du bestimmt dann entweder einblenden wirst oder den Leuten den Link dazu gibst, sieht man auch, dass die ersten paar Schritte davon ja schon durch sind. Also die Beacon Chain wurde gelauncht, das ist die Chain, die den Konsensus organisiert. Und dann gab es den Merge und da wurden die beiden Blockchains, also die alte Ethereum-Chain und die
Chain, die das Proof-of-Stake-Konsenssystem organisiert, wurden miteinander synchronisiert. Und das ist der Merge. Ne, die liefen eine Zeit lang parallel, unabhängig voneinander. Und ab dem Merge hat dann Proof-of-Stake ausgedient gehabt und super Versprecher, Proof-of-Work ausgedient gehabt. Und Proof-of-Stake ist das regierende Konsensprinzip. Wollte ich gerade nachfragen, das heißt, Merge hat halt die Aufgabe gehabt, vom Proof of Stake zu, Quatsch, Proof of Work zu Proof of Stake zu wechseln. Ne? Genau, Steckt irgendwie hast an. du einen Versprecher kopiert, das ist sehr lieb von dir, dadurch stehe ich nicht so da. Genau, so ist es. Und das war nach dem Merge aber noch nicht fertig. Das haben ja vielleicht einige noch in Erinnerung. Da gab es eine sehr schöne hämische Berichterstattung darüber. Man konnte am Anfang nur den Pfand für Proof of Stake hinterlegen, aber nicht wieder abheben. Und dann ungefähr was, ein halbes Jahr nach dem Merge kam dann das Upgrade. Also die Protokolländerung ist das ja immer ein Hard Fork, die es erlaubt hat, auch wieder abzuheben und wieder aus dem Konsenssystem auszusteigen, aus dem Proof-of-Stake-System auszusteigen. Das war so das letzte Upgrade in dieser Swimlane. Und ja, auf der Grafik sieht man, das ist so ungefähr die Hälfte, aber man muss schon sagen, dass also die entscheidenden Punkte da getan sind und man könnte auch jetzt hier aufhören. Alles Weitere, was da noch kommt, sind Verbesserungen des Proof-of-Stake-Systems, die im Moment in der Theorie durchgesprochen werden, diskutiert werden. Nichts von dem, was da steht, ist bereits beschlossen und wird irgendwie sicher durchgeführt. Nur wenn sich der dafür notwendige Konsens ergibt, wird das dann auch in einem Ethereum-Protokoll-Upgrade Platz finden. Secret Leader Election ist zum Beispiel ein System, wo es weniger vorhersehbar ist, wer das Recht erhält, den nächsten Block zu erstellen, und das beseitigt einige Möglichkeiten, wie man das System gamen kann. Also es ist immer besser in einem Proof-of-Stake-System, wenn völlig unklar ist, wer den nächsten Block bekommt, als wenn es einige Blöcke im Voraus sichtbar ist. Weil dann könnte man, keine Ahnung, die seine Macht verkaufen oder ähnliche Dinge tun. Ja? Und so gibt es einige bestimmte Veränderungen. Und ganz am Schluss ist auch noch eine interessante hier, die ist Quantum Safe Signatures. Die sozusagen, wenn man das tut, bereits Ethereum für die Post-Quantum-Computer-Zeit vorbereiten würde. Ja, ich würde sagen, das ist das Wichtigste hier zu The Merge. Ne? Was man sich im Kopf behalten kann, ist, dass die entscheidenden Punkte davon bereits abgeschlossen sind, seit Ethereum auf Proof of Stake gewechselt hat. Das ist die erste. Okay. Und kannst du noch ein bisschen kurz, ganz kurz nur zu dieser Quantencomputersicherheit sagen, so welche Überlegungen da so rumschwirren? Es ist jetzt nicht, ich kenne mich da nicht besonders tiefgehend aus, aber es werden in allen aktuellen Blockchains, inklusive Bitcoin, zurzeit viele Krypto-Methoden verwendet, die nicht quantencomputersicher sind. Also zum Beispiel die Hash-Algorithmen, die zurzeit verwendet werden, wenn ich mich nicht täusche. Es könnte auch sein, dass das eine der Sachen sind, die bereits quantencomputersicher sind. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es so ist, dass SHA-256 beispielsweise, was von Bitcoin und Ethereum verwendet wird, mit Quantencomputern geknackt werden könnte. Und knacken bei SHA, bei Hash-Algorithmen bedeutet immer Kollisionen finden. Also zwei Pre-Images finden, zwei Datensätze finden, die beide zum selben Hash führen. Und das ist für Blockchains tödlich. Und das Gleiche gilt für die Wallets. Wir hatten ja mal eine eigene Folge über Wallets gemacht. Wallets sind einfach nur Private-Public-Key-Pairs. Und wenn es einem gelingt, zu einem Public Key Pair einen anderen Private Key Pair zu finden, dann hat man im Prinzip die Wallet unter Kontrolle. Und das lässt Dann. sich zumindest theoretisch mit Quantencomputern im Moment bewerkstelligen. Und diese Algorithmen so zu verändern, da gibt es, theoretisch ist das alles bereits gelöst. Es muss nur noch in die Praxis umgesetzt werden, dann sind Blockchains Quantencomputer sicher, sozusagen. Okay, kommen wir zum zweiten, zum Search. Oh, darf ich nochmal ganz kurz zurück? Ich habe hier gerade nochmal einen Blick auf diese Roadmap geworfen und da gibt es noch einen wichtigen Punkt und das ist Single Slot Finality. Das ist sozusagen eine Eigenschaft von Proof-of-Stake-Blockchains oder ne, ich verallgemeinere mal nicht, sondern von Ethereum als Proof-of-Stake-Blockchain ist, dass es keine Blöcke mehr gibt als Hauptprimitive, sondern Slots. Slots sind Möglichkeiten, die alle 12 Sekunden entstehen, einen neuen Block zu erzeugen. Wenn der Validator, der für diesen Slot zuständig ist, auch einen Block macht, also auch online ist und das seine Aufgabe wahrnimmt, dann gibt es auch einen Block. Sollte der gerade offline sein, dann bleibt der Slot leer. Und bei Ethereum ist es so, dass alle 32 Slots
eine Epoche endet. Das sind, glaube ich, 6 bis 7 Minuten. Und erst nach einer Epoche ist die Blockchain final. Also kann nicht mehr rückabgewickelt werden. Dann werden alle Signaturen zusammengenommen. Das wird gesagt, jetzt so, niemand, wer irgendeinen Block davor nochmal in Zweifel zieht, der verstößt gegen die Regeln und bekommt sein Geld abgenommen, wird geslasht, also sein Pfand weggenommen. Das ist aus verschiedenen organisatorischen Gründen so gehandhabt. Und man muss deshalb im schlimmsten Fall, ne, 6 bis 7 Minuten warten, bis Finalität hergestellt ist und man sich ganz sicher sein kann, dass kein Reorg mehr stattfindet. Und Single Slot Finality, ne, auf Deutsch übersetzt Einzel-Slot Finality, oder was heißt eigentlich Finality auf Deutsch? Ja, ich glaube, die meisten Leute werden es verstehen. Finalität. Yes. Ne, manchmal liegt es so nah. Das bedeutet schlicht und einfach, dass man das bereits nach einem Slot nicht mehr rückabwickeln kann. Und warum das schwierig ist, darauf kann ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht eingehen, aber es ist natürlich ein Ziel, was die Nutzbarkeit einer Blockchain durchaus deutlich erhöhen würde, wenn man nicht mehr so lange warten muss, bis man sicher sein kann, dass alles so bleibt, wie es ist, wie es publiziert wurde. Ja, gut, dann gehen wir jetzt aber zur nächsten Swimlane rüber. The Surge. Das Hauptziel von der Surge ist es, Ethereum zu skalieren. Und zwar auf dem einen wichtigen Maß, nämlich Transaktionen pro Sekunde. Und The Surge hat sich dafür so die Größenordnung von 100.000 Transaktionen pro Sekunde gesetzt. Früher dachte man mal, das wird mit Sharding gelöst und andere Blockchain-Systeme versuchen das auch mit Sharding zu lösen. Aber immer wenn man sich zwischen technischen Lösungen für im Blockchain-Skalierungsdilemma entscheidet, macht man halt Kompromisse. Und der Kompromiss, für den sich Ethereum entschieden hat, ist eine sichere Proof-of-Stake-Blockchain und daran angehängt Second-Layer-Blockchains, die dann diesen hohen Transaktionsdurchsatz ermöglichen. Ja. Und die beiden wichtigsten Second-Layer-Technologien, die es auf Also die ne, im Ethereum-Umfeld gebaut werden, aber ich will jetzt nicht immer sagen, auf Ethereum gibt, das stimmt nämlich nicht ganz, die im Ethereum-Umfeld gebaut werden und die die Sicherheit von Ethereum für sich versuchen mitzunutzen, sind Rollups und Zero-Knowledge-EVMs. Und beide haben eine wichtige Eigenschaft, sie müssen ihre Daten auf Ethereum posten. Ja, also die ganze Sicherheit dieser Blockchains beruht darauf, dass man immer aus ihnen aussteigen kann, aus diesen Second Layers und immer wieder, wenn man bereit ist zu bezahlen, die Transaktionsgebühren auch wieder auf Ethereum Mainnet gehen kann. Wenn die also versuchen zu betrügen, dann brauche ich bloß XYZ zu tun, das ist von Rollup zu Rollup unterschiedlich und kann meine Transaktionen auf Ethereum durchführen und mein Geld rausholen. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, dazu muss man Daten auf Ethereum posten. Daten zu posten ist bei einer Blockchain aber prinzipbedingt das teuerste, was es gibt. Denn Daten müssen auf allen Nodes redundant gehalten werden. Also bei Bitcoin hat jeder die komplette Blockchain zu Hause. So. Bei Ethereum hat jeder die komplette Blockchain zu Hause. Und je mehr Daten also gepostet werden, desto größer wird diese Blockchain. Und irgendwann können dann nur noch bestimmte Leute, die sich die Hardware leisten können, eine Node laufen lassen. Und damit würde die Dezentralisierung gefährdet. Ja, da Sharding ist eine Lösung davon. Da behält einfach jeder nur einen kleinen Teil der Blockchain, hat aber große Probleme, weil ne, man braucht dann meistens, in den meisten Lösungen braucht man für jeden Shard einen eigenen Konsensprinzip, was eigen angreifbar ist. Und jeweils dann auch nur, angenommen, es gibt 64 Shards, dann ist auch jeder einzelne Shard nur ein 64stel so sicher. Das war auch für Ethereum keine Option, ne, nach langer Diskussion. Und außerdem hat man auch nur einen Teil der Daten jeweils. Ne? Und wer die komplette Wahrheit wissen will, der muss trotzdem alle Shards speichern. Ne? Und dann gibt es wieder so eine Art Segregation, dass bestimmte Leute, die sich leisten können, haben die kompletten Daten und andere nicht. Alternative dazu ist das, was die Variante, die Ethereum gewählt hat, mit ihren eigenen Trade-offs. Das nennt sich Proto-Dank-Sharding. Ne? Und das Dank kommt, glaube ich, von einem Wissenschaftler, der auf Ethereum arbeitet, der im Bereich Ethereum arbeitet, der heißt Dankrad Feast oder so. Da müsste man nochmal nachschlagen, wie er genau heißt, aber daher kommt halt der Name. Und die Idee ist, statt 64 Shards zu machen, machen wir nur einen weiteren Shard. Den haben wir nämlich schon. Wir sind ja sowieso schon zwei parallele Blockchains, die bei Ethereum laufen. Also die Beacon Chain und die
Execution Chain. Und auf der Beacon Chain erlauben wir einfach auch Daten zu posten. Und zwar 128 Kilobyte auf einmal und das jeweils 6 Stück davon in einem Block. Also 6 mal 128 Kilobyte können neben einem Block, der ja auf der Execution Chain ist, auf der Beacon Chain gepostet werden. Und damit diese Beacon Chain dann nicht riesig groß wird, was ja das Problem ist, lebt dieser Block nur eine begrenzte Zeit. Ich muss mal nachgucken, wie lange das nochmal war. Ja, es sind 4096 Epochen, ja, also jeweils 32 Slots, also jeweils 12 Sekunden. Und das ist übersetzt dann circa 18 Tage. Und danach müssen die Beacon Chain Clients nicht mehr garantieren, dass die Daten da sind. Man kann sich jetzt ausrechnen, wie viel sozusagen die maximale zusätzliche Speicherkapazität ist, die sie vorhalten müssen. Man rechnet dann halt einfach die ganzen Slots, die maximal 6 mal 128 Kilobyte enthalten können, mal 4096 Epochen, mal 12, ne, pro Epoche Slots da sind. Und das ist sozusagen die zusätzliche Anforderung an die Beacon Nodes, die man eingehen muss. Ja, das ist der Kompromiss eben. Das heißt also, jeder muss bereit sein, das zusätzlich bereitzustellen. Aber größer als das wird es niemals. Und warum hat man hierbei kein Problem mit Expiry? Also warum ist es okay, sozusagen die Sachen wieder zu löschen? Es liegt daran, dass die Rollups, die hinten dran hängen, die diesen Speicherplatz brauchen, eine Totzeit von die Rollups eine gewisse Zeit brauchen, um ihre Sicherheit zu garantieren. Also wenn man raus aus dem Rollup will, weil der Mist baut, braucht es maximal 7 Tage. Und dann hat man einfach nochmal einen Sicherheitszuschlag von einem Faktor 2,5 gemacht, falls es doch mal irgendwie länger dauert oder es auch noch andere Probleme gibt. Und da dann die Grenze gezogen. Also es ist im Prinzip die Zeit, die ein Rollup braucht, plus ein Sicherheitszuschlag. Und danach sind die Daten zwar nicht mehr vorzuhalten von der Beacon Chain, aber die Referenzen auf die Daten sind natürlich weiterhin in der Execution Chain drin. Also diese Fingerabdrücke, diese Hash-ähnliche Konstruktionen, die diese Daten beweisen. Und wer möchte, kann dann natürlich jederzeit auch alle Daten für immer aufheben. Und da wird es sicherlich dann bestimmte Dienstleister geben, die diese Daten weiterhin speichern, auch wenn sie nicht mehr zwangsweise laut Protokoll gespeichert werden können. Und jeder, der noch Zugriff auf diese Daten hat, kann natürlich später beweisen, dass sie mal in der Beacon Chain drin waren, anhand dieser Hash-ähnlichen KZG-Proofs. Und ja, so funktioniert dieses System. Ne? Ja, das Und wären über die. diesen Mechanismus, das günstige Posten von Daten, sind dann eben diese 100.000 Transaktionen pro Sekunde auf dem zweiten Layer möglich. Ich denke mal, die Blockchain-Forensikunternehmen, die werden das speichern. Ja, und dann wird es sicherlich auch Dienstleister geben, weil alle, die diese Rollups betreiben, wollen diese Daten natürlich auch weiterhaben und die werden dann dafür bezahlen. Aber es wird vor allem bezahlte Dienstleister geben, die länger diese Sachen aufrechterhalten. Also, das war jetzt Search, genau. Wir wollen jetzt nicht zu lange da gehen. Ja, wie sieht es da weiter aus? Genau, ach so, wo sind wir da gerade? Das Wichtige ist, dieser EIP 4844, der implementiert nämlich genau dieses Sharding, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Proto-Dank-Sharding. Und der wird innerhalb der nächsten Monate vorgeschlagen werden. Ne? Und wenn sich dafür die notwendige Mehrheit dann findet, also ne, die notwendige Menge an Nodes, die das Update installiert, dann ist die Protokolländerung durch und der Hard Fork implementiert. Höchstwahrscheinlich wird das auch passieren, denn es ist kein sehr umstrittenes Proposal. Alle sehen eigentlich die Vorteile davon. Es gibt kaum Gegner. Dieses Upgrade hat auch schon einen Namen. Das wird gerade getestet und heißt Denkun Upgrade. Ja, wird eigentlich schon im ersten Quartal erwartet, aber man weiß nie. Solche Sachen müssen durch aufwendige Tests durchgehen und können also sich auch verzögern. Nächster Track: The Scourge. The Scourge hat zum Ziel, also fast alle Maßnahmen, alle Upgrades zusammen, die die Dezentralisierung von Ethereum verbessern, beziehungsweise Zentralisierungstendenzen abbauen. Da geht es vor allem um MEV. MEV kann man locker mal eine eigene Folge drüber machen. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und es geht um Liquid Staking. Wir haben es oben beim Merge nicht erwähnt, aber um auf Ethereum selber zu staken, braucht man 32 ETH. Und je nach ETH-Preis ist das natürlich ein ganzer Haufen Geld.
ähnlich wie bei Bitcoin, Mining Pools, gibt es aber auch bei Ethereum die Möglichkeit, kleinere Beträge zu poolen und dann gemeinsam zu staken. Und das noch besser zu vereinfachen und vielleicht sogar diese Hauptgrenze von 32 ETH runterzusetzen auf, keine Ahnung, 4 ETH oder so. Diese Maßnahmen sind beispielsweise bei The Scourge drin. Weil je günstiger es ist, einen eigenen Node zu betreiben, also einen eigenen Staking-Validator zu betreiben, desto mehr Privatpersonen, die nicht irgendwie abhängig sind von Regierungen oder Firmen, können eben selber das Netzwerk betreiben. Ja, das ist der Dezentralisierung förderlich. Und was MEV anbetrifft, ich glaube, das führt jetzt deutlich zu weit. MEV hat positive und negative Eigenschaften, aber es hat vor allem auch zentralisierende Eigenschaften. MEV bedeutet, man kann an die Transaktionen anderer Leute dazu nutzen, um selber Geld zu verdienen, indem man die Reihenfolge ändert. Und es bedeutet auch, Arbitrage zwischen Online-, also On-Chain-Marktplätzen zu machen. Also auf der einen On-Chain-Börse Uniswap ist ETH billiger als auf der On-Chain-Börse Bang. Was gibt es denn eigentlich noch? Die meisten CowSwap. Und dann kann natürlich jemand eine Transaktion machen, der genau so viel ETH zwischen beiden austauscht, dass die Preise sich wieder angleichen. Ja, und damit einen Gewinn machen. Das ist MEV. Aber auch es gibt auch Formen von MEV, wo ahnungslose Nutzer zwischen zwei Trades eingeklemmt werden, sogenannte Sandwich-Angriffe, und dann einen falschen Preis zahlen müssen. Und diese schlechte Form von MEV einzuschränken, das ist auch Teil von The Scourge. Was auch wichtig ist bei The Scourge sind Antizensurmaßnahmen. Bitcoin und Ethereum haben beide das Problem, dass die Betreiber bei Bitcoin die Miner und bei Ethereum die Validatoren in Ländern sitzen, die ihnen Vorschriften machen können. Also zum Beispiel sagen können, Transaktionen zu dem oder dem oder von dem oder dem sind verboten und wer die in einen Block inkludiert, der macht sie strafbar. Ne? Und wenn man jetzt aber im Protokoll ein System einbaut, was sich nicht vermeiden lässt, bei Ethereum heißt das entsprechende Vorschlag heißt Inclusion Lists, kann man sozusagen gar nicht drum herum. Man hat dann gar nicht mehr die Wahl als Miner oder als Validator, bestimmte Transaktionen nicht zu inkludieren. Es gibt dann zwei Tracks für Transaktionen. Es gibt den normalen Track, der ändert sich dadurch nicht. Also da tut man einfach die Sachen in den Mempool und irgendwann werden sie halt aufgesammelt. Und wenn aber man merkt, dass man damit nicht reinkommt, weil man auf irgendwie einer Blackliste sitzt oder weil aus irgendwelchen Gründen die Miner oder die Validatoren einen nicht aufnehmen wollen, dann setzt man seine Transaktion in so eine Inclusion List. Und wenn die Validatoren die Transaktion in der Inclusion List, das ist teurer natürlich, ja, also das ist ein anderer und langsamer als der Mempool. Aber wenn man einmal in dieser Inclusion List drin ist und die Validatoren nehmen die Transaktion da nicht nach einer gewissen Zeit rein, werden sie bestraft. Ja, sie bekommen also einen Teil von ihrem Pfand weggenommen. Sie müssen also, wenn sie rational agieren, diese Transaktionen in den Block einbauen. Das klingt Also das interessant. war, Es gibt ja, ja. bei Bitcoin Mining ist ja so, dass glaube über 50%, also zwei große Mining Pools verlangen KYC von ihren Leuten, die da Daten reinliefern in den Pool. Ne? Muss man sich mal überlegen, Also was von den das soll. Mitminern, Ne? ja, von den Mitminern. Und auch ein gewisser Teil der Bitcoin Mining Pools und der Ethereum Validatoren beachtet diese, wie heißt diese Blacklist? Ich habe gerade den Namen der Organisation vergessen. Es gibt jedenfalls eine internationale Finanzorganisation, stark beeinflusst von den USA, die Blacklists herausgibt. Und einige Validatoren, ich glaube, bei Ethereum sind es so 30 bis 40%. Bei Bitcoin habe ich den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich ähnliche Größenordnung unter den Minern beachten die und nehmen keine Transaktionen rein, die von oder an diese Adressen gehen. Und das ist jetzt, ne, für so ein robustes System wie eine Blockchain noch kein Problem. Wenn 50% der Validatoren einen nicht nehmen, dann dauert es halt einfach nur doppelt so lang, bis eine Transaktion trotzdem im Block drin ist. Wenn es sich aber 98% annähern würde, ja, dann kann es sein, dass du ewig wartest, wenn du mit ein bisschen Pech. Und dafür braucht man dann solche alternativen Briefkastensysteme, die dezentral sind, die von außen nicht beeinflusst werden können und wo Transaktionen dann irgendwann reinkommen müssen. Ansonsten werden die Validatoren bestraft. Da hat Ethereum einen starken Vorteil mit Proof of Stake, weil bei Proof of Stake kann man bestrafen, slashen. Das geht bei Proof of Work nicht. Okay, dann lass uns mal für heute an dieser Stelle Schluss Gut. machen, Johannes. Ja, man könnte Warte. über
Scorch. Johannes, lass uns mal für heute an Ich dieser wollte nur Stelle sagen, Schluss das machen. Scorch ist halt eine der komplexesten. Und die nächsten drei machen wir dann im nächsten Okay, Blockchain-Espresso. wir haben einen kleinen Trade dazwischen, deshalb falle ich nicht ins Wort und falls mir ins Wort, was ein bisschen witzig ist, aber ich habe dich verstanden. Wir haben uns die ersten drei heute vorgenommen, die Zeit ist um. Die nächsten drei noch das nächste Mal. So, dann danke ich dir für heute und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und dir, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Kanal, komm in unsere Telegram-Gruppe, mach den Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.